Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute zeigen, wie ihr euch individuell gestaltete Gutscheine anlegen könnt mit LN Bits, um die später als Trinkgeld oder als Geschenk zu Weihnachten verwenden zu können. In meinem letzten Video habe ich euch gezeigt, wie man sich damit NFC-Bezahlkarten oder Faucets anlegen kann. Und in diesem Video geht es um gedruckte Voucher, gedruckte Gutscheine. Es gibt bereits einige andere Services, mit denen man Gutscheine anlegen kann, die auch über LN Bits laufen, allerdings über das LN Bits auf einer anderen Node als der eher bekannten Legend LN Bits oder der eigenen. Das ist meiner Meinung nach immer noch die bessere Variante. Um individuelle Voucher anzulegen, brauchen wir als erstes mal eine Vorlage. Das hier ist die Vorlage, die LN Bits selbst verwendet. In dem grauen Bereich hier oben wird der QR-Code angezeigt und alles andere kann man so designen, wie man möchte. Ich habe bereits ein paar angelegt für diejenigen, die nicht so gut umgehen können mit Grafikprogrammen. An sich ist es aber relativ leicht. Ich habe es so angelegt in Templates, die ihr hier findet, dass ihr den Rahmen einzeln einfärben könnt und ein Hintergrundbild dahinter machen könnt, das dann so hier eingebunden wird. Ein paar Vorlagen habe ich euch hier hinterlegt. Ihr könnt außerdem hier in diesen Ordner auch eure eigenen Designs hochladen, sodass andere sie mitbenutzen können. Wenn ihr eigen erstellen möchtet, ist es wichtig, dass ihr euch an die Rahmenbedingungen in den Templates haltet, aber auch, dass ihr sie als PNG speichert. Um die Vorlage zu benutzen, müssen wir sie linken in LN Bits. Wir können sie nicht dort hochladen, damit sie verwendet wird, sondern wir müssen sie irgendwo hinterlegen und den Direktlink zu der Datei als URL speichern. Am besten eignet sich hierfür ein Dienst wie zum Beispiel Imgur. Mit Google Drive können wir an der Stelle nicht arbeiten. Dort sieht man ja immer einen Rahmen rund um die Datei von Google Drive und in der Form können wir die URL nicht verwenden. Wir brauchen einen Direktlink. Bei Imgur zum Beispiel kann man sich mit Twitter einloggen oder mit allen möglichen anderen Social Media Plattformen und hat dann hier diesen Images Bereich und kann dort über diesen Button hier Dateien hochladen. Ich habe jetzt hier mal ein paar hochgeladen und wenn wir zum Beispiel eine verwenden möchten, kann man die in der Form hier anklicken und bekommt dann diesen Direktlink. Den kopieren wir. Als nächstes brauchen wir ein LN Bits Wallet. Dazu könnt ihr die Legend LN Bits Instanz benutzen oder euer eigenes LN Bits auf eurer eigenen Node. Wichtig dabei ist, wie auch bei den NFC-Bezahlkarten, dass euer LN Bits sich im ClearNet befindet. Falls ihr nicht wisst, wie das geht, geht nochmal zurück zu dem Video und schaut euch den Teil an. Wir werden als erstes hier ein Wallet anlegen. Gehen wieder genau wie für die NFC-Karten in die Extensions, aktivieren LN URL Withdraw und in der Extension selbst können wir entweder Quick Voucher oder Advanced Voucher anlegen. Advanced Voucher sind die, die man individualisieren kann. Dafür wählt man das Wallet aus, wo man das Guthaben drauf hat, das man verteilen möchte, gibt dem ganzen Namen, der ist relativ unwichtig, der erscheint nirgendwo, geben hier unsere Werte ein und hier ist der Bereich, um den es heute geht, Use a Custom Voucher Design, benutze ein individuelles Gutschein-Design. Das werden wir tun, wenn wir das hier anklicken und hier keine URL eingeben wird, die von LN Bits benutzt, die ich euch eben gezeigt habe, diese hier und wir wollen dort die hinterlegen, die wir bei Imgo angelegt haben. Den Link haben wir kopiert, kopieren den hier rein, erzeugen diesen Link und mit dem Auge hier kann man dann aufrufen, was man erzeugt hat. Das sieht jetzt relativ unspektakulär aus. Wenn wir aber hier auf Drucken gehen, wird dann der QR-Code hier eingesetzt
Und wir können so viele Gutscheine drucken, wie wir angegeben haben. Ihr habt jetzt die Vorderseite von eurem Gutschein erzeugt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch noch eine Rückseite drucken, indem ihr das Papier wieder neu in den Drucker einlegt, andersrum und von hinten bedruckt. Und um das Ganze jetzt zu falten, gibt es eine Vorlage auf Instagram. Sieht dann so aus. Mal ganz an den Anfang. Ihr klappt es einmal in der Hälfte zusammen und macht dann hier diese Falz in den Drittel, um die Ecke einzuklappen, und dann klappen wir die Ecke nochmal ein und haben dann diese Vorlage. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr kommt gut mit den Vorlagen zurecht. Alles Liebe, alles Gute!